Schönen guten Tag, Herr Henze. Heute hatten wir einen Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung, der eigentlich recht unscheinbar wirkte. Es ging um das Straßenschutzgesetz bzw. eine Änderung desselbigen. Allerdings ging es dann doch etwas heißer daher im Parlament, denn es hieß, Zitat, der neu eingefügte Paragraph 18 stellt ein wirksames Mittel in Bezug auf Aktionen islamistischer Gruppierungen in den Innenstädten dar. Inwiefern ist Islamismus in den Innenstädten überhaupt ein Problem? Ja, wir müssen uns doch nur mal die Entwicklung angucken, die wir gehabt haben, bis hin der Ausreise von Personen zum IS. Ich möchte mal ganz woanders anfangen. Wir sehen hier eigentlich, dass die bisherige Landesregierung aus Rot-Grün es über viele Jahre verschlafen hat, solche Organisationen, ich benenne sie jetzt hier LIS, sozusagen daran zu hindern, dass die Leute radikalisiert, dass die Leute dann dazu verleitet, zum Beispiel nach Syrien auszureisen und dort sich dem IS anzuschließen. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Die Gemeinden haben keine Chance gehabt, diese Stände zu verbieten. Das sind Punkte gewesen, wo sich diese Leute immer mehr Zulauf verschafft haben, wo die Leute sozusagen immer näher zusammengerückt sind, wo sie diese Ideologie, dieses Radikale immer weiter verbreiten konnten. Wir sehen es in der Spitze dann, dass es ja tatsächlich sehr enge Verbindungen gegeben hat, auch zu der Moschee, gerade in Hildesheim, wo auch unser bekannter Terrorist und Mörder vom Breitscheidplatz Aris Amri radikalisiert wurde, wo er öfter gewesen ist an der Stelle. Und all das hat diese Landesregierung einfach mal so laufen lassen. Sie hat einfach weggeguckt, sie hat diese Punkte nicht aufgenommen, sie hat da nicht rechtzeitig gegengesteuert. Und das ist eine erschreckende Thematik. Und das Problem, was wir dabei sehen, und da habe ich es nochmal angesprochen, ist, jetzt sind diese Leute, die inzwischen nach Syrien ausgereist sind, die möchten jetzt gerne zurück. Weil der Islamische Staat ist in großen Teilen Syriens und Iraks zerschlagen. Und das heißt, nun müssen sie damit rechnen, dass sie ihrer gerechten Strafe dort zugeführt werden. Und nun stehen wir vor dem Problem, dass diese tickenden Zeitbomben, die unsere Landesregierung mitproduziert hat, indem sie eben nicht dagegen gesteuert hat, wieder zu uns zurückkommen. Wer soll die überwachen? Und da habe ich die Angst, dass diese Leute dann wieder hier weggucken, so nach dem Motto, wie sie es vorher getan haben, och, Religionsfreiheit ist doch alles wunderschön und das ist doch schön. Und wer dafür was geworben hat, das hat die eigentlich nicht, es hat sie nicht interessiert. Das ist so erschreckend, weil das ist das, was die Glaubwürdigkeit der Politiker beschädigt, aber noch viel stärker die Sicherheit unserer Bürger hier gefährdet. Und das ist ein Versäumnis und das nehme ich denen wirklich übel. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass dieser Punkt sozusagen im Windschatten der Diskussion im Feiertag mehr oder weniger untergegangen ist. Aber da mag man ja auch davon ausgehen, dass das möglicherweise ein bisschen gewollt war. Ja, der Feiertag hat tatsächlich alles überschattet heute. Der Reformationstag ist es jetzt geworden. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich muss sagen, ich halte es erstmal für richtig, dass Niedersachsen einen weiteren Feiertag erhalten hat. Das halte ich einfach von der Gesetzgebung her für notwendig und auch von der Gerechtigkeit her für notwendig, wenn ich mir mal die Feiertagsregelung in anderen Bundesländern angucke. Also ich war relativ offen für das Thema und ich habe auch kein Problem damit, dass es jetzt ein Reformationstag geworden ist. Es ist wichtig, dass er von den Leuten auch wahrgenommen wird als Feiertag an der Stelle. Und wir sollten da nicht so viel in irgendeiner Form Religion hineininterpretieren, wo vielleicht gar nicht so viel Religion ist. Es ist ein Feiertag für die Menschen, wo sie sich mal einen Tag davon erholen können, von ihrer Arbeit mal ein bisschen entspannen, vielleicht mit ihrer Familie zusammen sein können. Und das halte ich für wichtig an der Stelle. Gehen wir nochmal zurück auf das Themenfeld mit dem Salafismus. Wenn wir uns das Problem anschauen, welche Ansätze hat die AfD oder welche Ansätze sehen Sie auch persönlich, um diesem Problem Herr zu werden? Ja, wir müssen genau hinschauen. Wir müssen nicht immer wegsehen und sagen Religionsfreiheit. Und wir dürfen uns vor allen Dingen nicht immer zurückziehen in uns selber mit dem Hintergrund, wenn ich jetzt was sage, dann könnte ich in eine gewisse Ecke gestellt werden. Wir müssen schon sehr, sehr genau hingucken, was in den einzelnen Moscheen gepredigt wird. Und da sollte auch meiner Meinung nach auf Deutsch gepredigt werden, damit man alles versteht, was dort gesagt wird. Damit man auch merkt, was für Leute sind da. Das führt uns dann weiter zu DITIB und anderen Organisationen, die möglicherweise nicht unbedingt radikaler sind als andere salafistische Prediger, die dazukommen, die aber sozusagen das Staatsdenken eines Erdogan hier in ihre Landsleute hineintragen und was das bei den Landsleuten dann Auswirkungen hat, bei Wahlen und so weiter, die sind natürlich frei, aber was hier, wie Menschen hier sozusagen in eine
Ja, ich will wirklich sagen, die leben in unserer freiheitlichen, demokratischen Ordnung und wählen eigentlich diese Ordnung bzw. das bisschen Demokratie, was sie in der Türkei hatten, ab. Und das erschreckt mich an der Stelle. Und diesen Bewegungen, und da gehört der Salafismus ganz massiv dazu, denen müssen wir uns entgegenstellen. Und zwar durch Hinsehen und nicht durch Wegsehen, wie das hier über viele Jahre hier die alte Landesregierung gemacht hat. Hinsehen nutzen wir mal als ein Stichwort, wenn Sie jetzt einmal zurückblicken auf die letzten Monate. Wir haben ja jetzt quasi das letzte Plenum vor der Sommerpause. Was war für Sie das wesentlichste Thema, wo Sie sagen, das liegt mir besonders am Herzen in der bisherigen Zeit im Landtag? Ja, da würde ich sagen, was wir geprägt haben hier und immer wieder angeschoben haben, war das Thema Sicherheit hier. Das ist ganz wichtig. Es ist ja bedauerlich, dass wir das Thema Sicherheit in der Landesregierung immer wieder aufgesetzt bekommen. Es ist alles sicherer geworden. Es ist alles nicht so schlimm wie vorher. Wir haben einen Rückgang in allen Ressorts, was sich nicht belegen lässt, auch wenn der Pistorius noch 20.000 Mal vorbetet. Es ist einfach nicht so. Es ist nicht so, dass es gefühlt so ist. Er hat uns das letzte Mal empfohlen, wir sollten ja eine Angsttherapie machen. Nein, wir machen keine Angsttherapie. Wir sind einfach nur der Realität verhaftet und lassen uns von ihm auch sozusagen die Gedankengänge nicht vorgeben. Wir sehen, dass wir mehr Morde haben. Wir sehen auch, dass wir mehr Morde haben durch Menschen, die erst vor kurzem zu uns gekommen sind. Und das werden wir vielleicht auf Sicht hin, wenn diese Leute nämlich hier feststellen, dass sie nicht willkommen sind, dass sie hier nicht bleiben können, dann wird sich die Frustration hier sicherlich noch weiter ausbreiten. Und das sind Kernthemen Sicherheit. Wir müssen uns damit beschäftigen, was machen wir, wenn wir plötzlich für so ein Asylbewerberheim, wenn jemand abgeschoben wird, eine Hundertschaft nicht mehr ausreicht. Das sind sicherheitspolitische Aspekte. Und was machen die Leute dann, die natürlich frustriert sind? Die haben möglicherweise ihre Existenz in ihren Heimatländern aufgegeben, weil wir sie gelockt haben, gesagt haben, kommt zu uns, ihr kriegt hier alles umsonst. Wo ist mein Haus, wo ist mein Auto? Die mit Erwartungshaltung hier teilweise auch von den Familien hingeschickt worden sind, weil wir exportieren inzwischen 21 Milliarden Euro über Western Union nach Afrika. Das ist mehr als die Entwicklungshilfe. Das muss man sich mal überlegen, was da gerade passiert. Und wenn das plötzlich wegbricht, weil wir möglicherweise nur auf Teilleistungen zurückgehen oder irgendwas anderes machen, dann werden wir hier innere Unruhen bekommen. Und das ist das, wo wir uns drauf wappnen müssen. Sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Henze. Vielen Dank. Vielen Dank.